Nun kommen wir zur Konzepttestfrage 53. Welche Auftragung wird zur Auswertung einer Isotherme gewählt? Nun kommen wir zu der Beantwortung des Konzepttests Nummer 53. Die Langmuir-Isotherme beschreibt die Adsorption bei einer beschränkten Anzahl gleichartiger Adsorptionsplätze und besitzt die Form A ist gleich A unendlich mal C durch C plus K. A ist gleich die Oberflächenkonzentration in Mol durch Gramm. A unendlich ist die Oberflächenkonzentration bei einer Sättigung A unendlich in Mol durch Gramm. C ist die Adsorptivkonzentration in Mol durch Liter. Und K ist die Langmuir-Konstante in Mol durch Liter. Die adsorbierte Stoffmenge steigt proportional zur Konzentration C. Besonderheiten sind: grafisch aufgetragen ergibt sich eine konkav gekrümmte Kurve, die einem Sättigungswert zustrebt. In dieser Auftragung ist die Kurve schlecht auszuwerten. Das bedeutet, K und A unendlich sind schwierig zu ermitteln. 1 zeigt den proportionalen Anstieg zwischen Adsorption und Konzentration. Und 2 zeigt die maximale Sättigung an, die erreicht wurde. Trotz steigender Konzentration bleibt somit die adsorbierte Stoffmenge konstant. Da dies schwer auszuwerten ist, wählt man eine mathematische Umformung der ursprünglichen Langmuir-Gleichung, die zu einer Geraden führt. Eine Gerade lässt sich grafisch einfacher auswerten. Der Achsenabschnitt und die Steigung lassen sich einfacher bestimmen. Wenn man die Langmuir-Gleichung invertiert, also rechts und links den Kehrwert bildet, erhält man 1 durch a ist gleich 1 durch a unendlich plus k durch a unendlich mal 1 durch a. Dies entspricht einer Geradengleichung, wenn man 1 durch a auf der Ordinate, also der y-Achse, gegen 1 durch c als Abszisse, also der x-Achse, aufträgt. Der Achsenabschnitt dieser doppelt inversen Auftragung entspricht 1 durch a unendlich. Die Steigung ist k durch a unendlich. Somit ist beim Konzepttest Antwort B korrekt. Die doppelt inverse Auftragung findet man auch zum Beispiel bei der Enzymkinetik nach Michaelis Menten. Dort heißt diese Auftragung den Lineweaver-Burk-Auswertung. Die restlichen Antworten sind ebenfalls Auftragungen, die in der physikalischen Chemie verwendet werden. LNA gegen LNC, also Antwort A, wird zur Linearisierung der Freundlich-Isotherme genutzt. LNC gegen T, Antwort C, wird zur Linearisierung des Geschwindigkeitsgesetzes einer Reaktion erster Ordnung genutzt. LNA gegen 1 durch T, also Antwort D, wird zur Linearisierung der Arrhenius-Gleichung genutzt.